Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake Das Signal. Wir sind hier bei der Spezialfolge von Alan Wake und sind in dieser Zwischenwelt noch gefangen. Sind ja in diesen See reingesprungen. Aber Thomas Zane, der Schriftsteller von früher, der schon mal mit der Finsternis gekämpft hat, der ist auch hier wohl gefangen und meint, wir Die sollen Veränderungen wurden gravierender. dem Die Signal Straße war folgen, um nicht zu ihm zu aufgerissen, kommen. sondern verschwunden, als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Alles fühlte sich instabil an. Also wie in Folge 6, ganz am Ende des Spiels, gibt es überall so Schriftzüge. Hier steht Werbung. Und dann... Ach nee, Werkzeuge war das ja wahrscheinlich. Jede Menge Muni. Super geilo. Und wenn ich da drauf klicke, dann... Also drauf leuchte, kommen mir die Hilfsmittel zugute. Ich muss hier nur aufpassen, dass die nirgendwo runterfallen, weil dann sind sie weg. Also direkt schnell schnappen. Eine Blendgranate, sehr gut. Autsch, das war doch schon aus. So, was haben wir hier? Server Breaker, das Beste aus Bright Falls, die heiße Sheriff-Braut, die feste zuhaut. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Hochhaus, taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizeikarriere ab und handelt von einem Geheimbund. Wie fügt sich der kleine, harmlose Polizist in eine antiquierte Bruderschaft? Also, da würde mich nicht wundern, wenn da schon Anleihen drauf gewesen sind für Alan Wake 2. Und dass in Wahrheit die Dorfbewohner sogar Bescheid wussten hier drüber, was hier am See für Grauen gibt und was weiß ich. Aber ja, wie es aussieht, kommt wohl kein zweiter Teil mehr, auch wenn ich es mir so erhoffe. Boah! Nix hier. Jede Menge Gegner. Oh, okay, das klappt nicht. Dann werde ich jetzt mal versuchen, die alle umzubringen. Und glaube ich am Anfang besser wäre, wenn ich... Ich glaube, das Problem ist, dass das wie bei Folge 6 ist. Es gibt unendlich Gegner. Dann bringt das nämlich nicht viel. Ach, diese dreckigen Vögel in Fort mit euch. Oh oh, da stürmt er vor. Ui. Das war eine knappe Sache. Puh. Jetzt sollten wir erstmal die Energie hochmachen. Ich hoffe, das waren alle. Also vom Schwierigkeitsgrad direkt der Anfang hier schwerer als das Endlevel vom Hauptspiel. Aber sie mussten ja eine Schippe drauflegen, sonst wäre es zu einfach geworden. Na komm, Energie, geh was höher. Ein bisschen Werkzeug. Leuchtfackeln, das ist richtig gut. Da kann ich manchmal nämlich dann einfach weiterrennen, weil ich einfach eine Leuchtfackel zünde. Und neue Shotgun-Munition. Die laden wir direkt mal nach.
Grafik hat, würde ich sagen, nichts getan zwischen dem Hauptspiel und dem hier. Ich finde das sogar momentan ein bisschen detailärmer, wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir mal weiter, vielleicht kommt ja noch irgendwas Schönes. Alan! Wo sind Sie? Ich versuche, Ihrem verdammten Signal zu folgen. Der dunkle Ort spielt Ihnen Streiche. Sie gehen immer tiefer rein. Ich will Sie führen, aber es ist schwer. Was ist das? Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie nur aufhören zu sinken. Was? Das ist Blödsinn. Es geschieht wieder. Bereit machen. Was passiert? Wow. Ich rannte hinter Zane her und er sagte, ich ginge zu tief hinein. Es war verrückt, aber ich war eher verängstigt als erheitert. Es war, als ob eine unsichtbare Kraft mich behinderte und ich kam nicht dagegen an. Ich konnte nur weitergehen. Was hat das alles zu bedeuten? Ui, Gegner. Oh, und einer noch hinter mir. Super. Oh, da oben der wirft immer weiter Zeug. Dieser Mistkerl hat voll viel geworfen von da hinten. Also ich habe es natürlich schon durchgespielt, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Es ist, also es kommt als Hauptspiel natürlich nicht dran, die beiden Add-ons hier. Das heißt, Storytechnik passiert einfach zu wenig, man kriegt eigentlich noch mehr Fragen aufgesetzt als vorher. Also da muss man wirklich auf dem zweiten Teil warten, der hoffentlich irgendwann kommen wird. Das ist halt schon sehr cool. Ich sehe Barry nicht. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Es ist der Weg zum Hubschrauber. Ich erinnerte mich. Das geschah, bevor wir Barry fanden. Ich erinnere mich auch. Das war im letzten Kapitel gewesen. Zack. Eine Erinnerung, also. Der Spielplatz. Wakes klägliche Erinnerungen an die Kindheit und den trotzigen kleinen Jungen, der vorgab, seinen Vater nicht zu vermissen, den er nie gekannt hatte. Es schmetterte Wake nieder. Karussells und Rutschen stürzten sich auf seinen Kopf. Okay, also ziemlich dem Wahnsinn verfallen. Die Ohr. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Gehen Deckung. Ui. Boah, nichts hier raus hier. Wie komme ich hier raus? Beeil dich. Übelst, übelst. Ich hasse diese fliegenden Gegenstände. Genau, hier habe ich. Ah, hier geht's nicht weiter. Ich musste den Schlüssel für die Tür finden. Den Schlüssel für die Tür. Tja, könnte der sein. Also hat viel mit Glück zu tun auch hier. Man kann schnell ausweichen zwar manchmal. Oh, aber ui, da hinten, wenn die einen treffen. Oh, ein Riesenteil. Bam, Leuchtpistole, jetzt reicht's. Zack. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich hab ihm gesagt, er soll das reparieren. Mist. Wake! Die Tür ist offen, rennen Sie! Danke, Sarah. Wen haben wir denn da hinten? Barry, what's up? Barry Wheeler, der Autorenvertreter mit konstanten GZ. Der Freund und Kupferstecher und rasante Sprecher.
der Besitzer der coolsten Jacke aller Zeiten und Autor der unverzichtbaren Begleiters, des unverzichtbaren Begleiters für alle Möchtegern-Agenten, dem nackten Mann in die Tasche zu greifen, wenn die ganz goldene Eier legt, präsentiert eine neue Sammlung Kurzgeschichten von Alan Wake. Enthalten sind Klassiker wie Errand Boy sowie zahlreiche beschämend plumpe frühe Werke, die tief in den Akten des Schriftstellers verborgen lagen. Nie zur Veröffentlichung vorgesehen. Das wäre nicht die Art von Wheeler. Holen Sie sich jetzt Ihr Exemplar. So, so. Also der schröpft komplett natürlich wieder meinen Namen aus. Also meinen Markennamen. Aber er ist halt mein bester Freund. Und da drücken wir mal ein Auge zu. Und wir verdienen ja auch noch was daran. Die Welt, sie veränderte sich. Verdrehte sich unkontrolliert. Drinnen war alles groß. Er konnte die Decke nicht sehen. Etwas bewegte sich hier drin. Er hatte sich verirrt. Er fand den Ausgang nicht. Mist, Kerl. Jetzt geht's ab in den Keller. Ah, ja. Nicht schon wieder. Die Verschiebungen wurden stärker. Ich war nicht sicher, ob meine Umgebung größer wurde oder ich kleiner. Das Signal spielte vollkommen verrückt. Ich würde selbst einen Ausgang finden müssen. Also dieses Boom hier, das bedeutet, dass wenn ich da länger drauf strahle, dass die Sachen da in die Luft gehen. Genau, da kommt so ein Feuerstrahl raus. Und dann werden die natürlich komplett verbrannt, die Gegner. Eigentlich eine ganz nette Sache. Ey, wo kommst du denn her? Oh, weg hier, weg hier. Ey, ey, ey. Nicht gut. Erstmal die Energie wieder was hochkriegen. So, erstmal was aufhalten. Kommt mal näher. So, sehr gut. Den hätten wir. Durch. Also da können wir gut Muni sparen, wenn wir hier diese Booms ausnutzen. Komm, geh da durch. Mist. Den da getroffen. Ist da irgendwo noch einer? Da scheint es gewesen zu sein. Kletter. Da erscheint eine Leiter. Gehen wir mal darauf. Zane hinterließ mir eine Seite. Er wollte mir helfen. Jede Menge Schreibkram. Würde ich sagen, bevor wir uns aber angucken, was hier mit dem Schreibkram auf sich hat, machen wir hier einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.